Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Heute machen wir uns dann tatsächlich endlich daran, die Melodie für unser Händchenklein, für die Esse-Techno-Version, wirklich mal einzugeben. Kurz zur Erinnerung, wir haben in den letzten Folgen den Rhythmus schon mal richtig eingegeben und wir haben für diese Drehregler hier oben die richtige Tonart eingestellt, beziehungsweise das richtige Tongeschlecht eingestellt und auch die entsprechende CV-Range auf eine Oktave gesetzt, sodass wir es relativ bequem einstellen können. So, das heißt, wenn ich jetzt hier den Sequencer starte, und hier drehe. So, der erste Ton stimmt schon mal. Jetzt stimmen die ersten beiden. Das ist natürlich jetzt auf die Art ein bisschen blöd, denn jedes Mal, wenn ich Start drücke, beginnt der Sequencer von vorn. Das mag bei den ersten drei Noten noch gehen, aber wenn ich die letzten hier eingebe und jedes Mal läuft der hier durch, das ist irgendwie relativ zeitraubend. Deswegen können wir uns dort behelfen. Wir haben in den vorherigen Folgen uns auch schon mal mit den Tastern beschäftigt und die können tatsächlich unterschiedliche Funktionen annehmen. Ich habe ihn aktuell jetzt auf Step Jump stehen. Wenn der Sequencer läuft, springt er den Step an, auf den ich drauf drücke. Wenn er nicht läuft und ich drücke hier drauf, okay, scheint jetzt zu stimmen. Also wenn ich hier lange drauf drücke, ohne dass er läuft, hören wir, ich kann einen Dauerton produzieren und kann das ebenso entsprechend einstellen. Gehen wir zurück auf Gate on off. Das ist das, was wir die ganze Zeit hatten. Ihr merkt, für die untere Reihe hatte ich das bereits schon programmiert, damit es nicht so lange dauert. Jetzt sind die Töne, die wir hier hören, noch relativ kurz. Natürlich haben wir zum einen unsere Hüllkurve, über die ich das beeinflussen kann. Ich kann aber dieses Gate-Signal auch unterschiedlich lang machen. Wenn ich es ganz lang mache, zieht er die Töne alle komplett zusammen. Wir hatten es bisher ganz kurz. Ich denke, irgendwo so in der Mitte, das passt. So, und damit haben wir letzten Endes unsere Melodie schon entsprechend eingegeben. Und das soll es für diese Folge jetzt auch gewesen sein. Die restlichen Funktionen des Sequencers schauen wir uns in der nächsten an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nicht vergessen zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu läuten, damit ihr nichts verpasst. Es gilt wie immer, bis dahin, gehabt euch wohl.